Jetzt hast du mal einen kleinen Bibelspruch, ich habe bestimmt schon mal gehört, dass die Kleinsten die Größten sind. Was ist das Kleinste, was man überhaupt denken kann? Ich sage einmal, wenn wir es super klein machen, dann ist es so klein, dass man es nicht mal mehr denken kann. Wir nennen dafür ein Wort, nämlich nichts. Okay, wir machen es immer kleiner und nicht, irgendwann landen wir im Nichts. Jetzt ist natürlich, wenn ich nichts ausspreche, ist ja schon wieder was da. Nichts ist definitiv etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Und für das, was man sich nicht vorstellen kann, benutzen wir das Wort nichts im Deutschen. Jetzt frage ich dich, Geist. Du, Geist, der du jetzt die ganze Zeit, ich hoffe, aufmerksam zugehört hast. Unabhängig davon, wer du glaubst zu sein, was bist du, Geist, als Ding an sich? Alles, was du denkst, ist was Ausgedachtes. Was ist der Denken? Jetzt müsst du dann eigentlich dich selber denken hören, ja nichts. Und das ist die frohe Botschaft. Das Erste, was dir klar sein muss, nichts kann nicht zerstört werden. Du bist unsterblich. Ich erkläre deine Unsterblichkeit. Den Körper, der du jetzt zu sein glaubst, sag ich dir gleich, der hat überhaupt keine Überlebenschance. Dann höre ich wieder, der ist der Satan, der hat mir den Tod angedroht. Und es spricht eine vollkommen geistlose Logik. Weil es ist einfacher so, dass offensichtlich ist, natürlich nur immer einen ständigen Wechsel, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Da ist ein Ich, das sagt, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Dieses Ich verändert sich nicht, Thomas. Und das, was du sagst, ich sehe, dass ich älter geworden bin, was du dir als Ich ausdenkst, mit dem du dir verwechselst, da ist dir doch klar, dass sich das ständig verändert. Was aber nichts an dir verändert hat. Das heißt, der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind wird. Das Schulkind muss sich auflösen in eurer raumzeitlichen Logik. Das ist das Normalste der Welt. Die ganze Schulmedizin, wo du schon rumgerudert bist, ist vollkommen gegen Naturgesetze, so vollkommen sinnlos, weil du kannst diesen Veränderung des Körpers nicht in irgendeiner Form aufhalten. Es ist ja nicht im Sinn der Schöpfung. Ich rede von geistigem Wachstum und nicht von diesen körperlichen Illusionen von Wachstum. Du bist immer dasselbe Ich gewesen. Du wurdest niemals von einer Frau geboren. Habe ich es außen erklärt. Wenn du sagst, wo kommst du her? Wo kommst du her? Jetzt ganz wichtig, ich frage jetzt den Geist, der mir zuhört, der jetzt im Moment glaubt, dass er dieser Körper ist. Wo kommst du her? Jetzt kannst du, sagst du mal, du schaust jetzt, was in deiner Logik drin ist, wie ein Computerprogramm und schaust, was da abgelegt wurde. Kannst du dir das raussuchen, was sie dir erzählt haben, die du dir jetzt ausdenkst? Jetzt pass auf, jetzt ist logisch, ich wurde von meiner Mutter geboren. Jetzt pass auf, du stehst vor einem göttlichen Richter. Du bist nicht angeklagt, sondern Zeuge. Okay? Und ich frage dich jetzt was. Und bevor ich das nochmal mache, ihr habt es ein paar Mal schon gehört, ich sage es nochmal, ich erkläre dir jetzt, was das Wort Sünde bedeutet. Es gibt ja so viele Meinungen, was Sünde ist. Ne? Wenn du jetzt in deiner Welt schaust, kann man viele Sichtweisen anhören, was Sünde ist, Thomas. Aber warum macht man es sich nicht einfach einmal so einfach, dass man hier ein Wörterbuch nimmt und das Wort Sünde kommt im Neuen Testament sehr oft vor. Und da steht im Neuen Testament, also altgriechisches Wörterbuch, wie gesagt, wir ersparen uns das, aber du kannst gerne nachschauen, dass im Neuen Testament, wenn ich von Sünde oder irgendwer Apostel von Sünde spricht, steht Amartia oder Amadeo. Wenn wir jetzt in den altgriechischen Wörterbuch nachschauen, dann wirst du feststellen, Amartia heißt Sünde, auch Missgriff. Immer die Miss steht immer für die Frau, für die Logik. Ein Missgriff ist, ich mit meiner jetzigen Logik, mit meinem logischen System, ich greife mit meiner Logik nach etwas. Das ist ein Missgriff. Man spricht auch von einem Missverständnis, wenn ich bloß logisch denke. Sünde ist Amartia. Ist einmal ausnahmsweise richtig übersetzt, aber was hier, das ist nur die halbe Wahrheit. Weil man mit ein bisschen Bildung weiß, dass im Lateinischen und im Griechischen, auch im Sanskrit, wenn ein Wort mit A beginnt, dass dieses A als Vorsilbe gelesen eine Verneinung ist. Ganz einfaches Beispiel, sozial heißt brüderlich, asozial heißt nicht brüderlich. Okay? Gut, jetzt das Wort Sünde heißt Amartia. Dann wäre es natürlich immer interessant, wenn wir das A wegschieben, was das Wort Martia für sich alleine bedeutet, weil dann ist ja die Sünde die Verneinung von dem Wort Martia. Okay? Martia Matteo. Wir schauen im Wörterbuch nach, das gibt es. Martia Matteo heißt, mit eigenen Augen sehen und bezeugen können. Dann ist ja Amartia nicht mit eigenen Augen gesehen haben und nicht bezeugen können. Und jetzt habe ich dir als göttlicher Geist einfach erklärt, was wirklich Sünde ist. Sünde heißt, dass all das, was du beschwörst, was du hundertprozentig unwidersprochen glaubst,
was du nicht in Frage stellst, aber innerlich in dir verwirklichst aufgrund deines Glaubens, die Sünde ist, dass du deinen eigenen göttlichen Geist entmündigst. Zum Beispiel hast du schon gewusst, dass das Einzige, was sich ständig bewegt, die Sterne sind? Dass wir uns jetzt auf einer Kugel befinden, die sich um die Sonne herumdreht? Zeig's mir! Kannst du es bezeugen? War das für dich bisher Wirklichkeit, weil deine Autoritäten dir das erzählt haben? Ist natürlich, du kriegst ein Riesenproblem in der Schule, wenn du dieses System ansetzt, und sag ich halt deinen Mund. Es läuft da nichts verkehrt. Aber jetzt nochmal, du bist als Zeuge geladen vor dem Richter. Zeuge, keine Angst. Und ich frage dich, du da sitzt so eine Hexe, die behauptet, die hat dich auf die Welt gebracht. Was kannst du jetzt sagen? Ja, gar nichts. Hat man mir erzählt, habe ich gehört. Ja. Das ist es. Das heißt, das ist in Ordnung, wenn du das sagst. Wenn du das jetzt aber felsenfest behauptest, dass es so ist, schwörst du an mein Eid, das ist Sünde. Und wenn ich dich frage, hast du schon mal gesehen, dass du dich auf einer Erdkugel befindest? Oder habe ich gehört, hat man mir erzählt, habe ich gehört? Na, soll ich verdammt nochmal, hast du keine eigene Meinung? Du wirst von mir nie hören, was du tun sollst. Das ist kein Thema für mich. Ich werde dir auch nicht erzählen, was gut und was böse ist und was richtig und verkehrt ist. Ich sage verdammt nochmal, ich erkläre dir, was die Wirklichkeit ist. Und wenn wir uns über die Wirklichkeit unterhalten, die jedes Kind hier überprüfen kann und alles andere für möglich halten, es ist möglich, dass das eine Erdkugel ist, wo wir drauf sind, dass da oben Steine sind, wenn ich nicht dran denke. Aber die Frage stellt sich für mich nicht. Und wenn ich nur die 10 Gebote halte, dann diskutiere ich nicht mit irgendwelchen Verschwörungsspinnern, ob die jetzt auf dem Mond waren oder ob die nicht auf dem Mond waren. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel.